Here we go! Leute, ich lebe noch! Wunder geschehen! Es kommt mal wieder ein Video von mir. Willkommen zurück zu Super Mario Maker. Das hier ist der erste Mario Maker Part in diesem Jahr. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Leute, wir haben heute viel zum Labern, denke ich mal. Dementsprechend machen wir heute wieder mal die Mario-Herausforderung hier. Ja, ich weiß, ich sollte eigentlich mal bei euren Levels weiterarbeiten, aber ihr wisst ja, ich bin eine faule Sau. Das hat sich auch in 2019 nicht geändert. Ich bin halt so, ihr kennt mich. Machen wir hier schwer. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir heute wieder mal ein bisschen labern. Prinzessin Peach wurde wieder mal entführt. Mama mia. Ich grüße euch alle, wirklich. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gut, wirklich gut in diesem Jahr angekommen. Jetzt sind wir zwar schon im Februar, aber ist mir doch wurscht. Ja, wie gesagt, schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen jetzt ein japanisches Level von einem japanischen Japaner. So, das ist mir fast schon zu japanisch hier. Holy Foki! Was ist hier los? Lolli! Ja. Oh, es freut mich so wieder Mario Maker zu spielen, ich sag's euch. Lol. Holy? Ja. Wo fange ich an? Leute, ich habe ja ein Infovideo hochgeladen. Anfang letzten Monats. Ist schon wieder länger her, oder? Bin ich faul, ey. Da habe ich ja die große Neuigkeit bekannt gegeben. Und zwar, ich habe einen neuen Computer. Lange habe ich es angeteasert. All die Jahre immer habe ich gesagt, oh, ich muss mir mal einen neuen Computer kaufen. Ich habe ja wirklich alles bisher immer auf einem Laptop gemacht. Der ist ja inzwischen auch über die Jahre gekommen. Shitty? Lol? Ah, der tut mir gar nichts. Ja, cool, oder? Lässig. Lol? Aha. Oh, der Japaner verarscht mich richtig. Ja, und dann habe ich es tatsächlich gekauft. Neuen Computer, ein richtig neuer, richtig moderner und richtig cool und alles. Wow, ich kann es nicht fassen. Dann dazu ein neuer Grabber. Ja, jetzt habe ich einen neuen Grabber. Auch ein moderner. Ah, das Level ist cool. Alles hat sich verändert, Leute. Wow. Das Level gefällt mir richtig. Alles viel moderner. Hat natürlich auch viel gekostet, Leute. Unter 2000 Euro. War es nicht. Fast sogar schon... Ja, ein bisschen mehr, sagen wir es mal so. Ah, ist ja wurscht, Leute. Geld ist dafür da, um auszugeben zu werden. Und so, ja. Zuerst mal will ich das Gerücht aus der Welt schaffen. Mich haben Leute angeschrieben, hörst du mit YouTube auf? Ja, Leute, ich höre mit YouTube auf. Ich kaufe mir so einen tollen neuen Computer, neuen Aufnahmegerät und was, und Programme und so Scheiße und was weiß ich nicht alles, für wie viel Geld, und höre dann mit YouTube auf. Ja, natürlich. Leute, ich habe mir das ganze Klump gekauft, damit wir alle noch... Was? Habe ich jetzt Scheiße gebaut? Damit wir es alle noch besser... Shitty! Fucking shitty! Damit wir alle noch geilere Scheiße hier auf YouTube, hier auf dem Scheißkanal erleben können. Bessere Qualität. Alles einfach besser. Das ist mein Ziel damit. Nein, ich höre nicht mit YouTube auf. Ich liebe YouTube. Ich liebe es, Videos zu machen. Das ist nach wie vor so. Das war schon immer so. Ich will mit YouTube kein Geld verdienen, das ist so, das wird so bleiben. Ich will einfach Spaß haben, ich will mit euch Spaß haben. Ich habe so viele coole Leute kennengelernt. Du, der du das hörst, kannst dich angesprochen fühlen, das ist echt so. So soll das auch weiter sein. Ich will einfach, dass jeder, der mit diesem Kanal in Berührung kommt, Spaß hat. Weil ich habe brutal viel Spaß, Leute. So viel mal dazu. Nein, ich höre nicht mit YouTube auf, nein. Blödsinn, oder? So. Kann man den Bild da nicht erwischen? Aber Leute, ich hab's dir schon oft gesagt.
Ich bin ein richtiger Technik-Noob, das ist so, das ist so. Kann ich nicht ändern. Ich kenne mich mit Technik überhaupt nicht aus. Ich bin unbegabt in Technik, es tut mir leid. Und jetzt mit einem neuen Computer. Der fühlt sich natürlich ganz anders an als ein als mein alter Laptop, mit dem ich schon gewohnt war, oder? Wie hole ich den Typ wieder raus? Das ist schon klar. Kann ich den Dingens hier nicht mitnehmen, den Orsch? Alter, schon wieder! Komm, wechseln wir mal das Level. Es war zwar echt cool, aber wir wollen ja ein bisschen Abwechslung hier haben. So, Leute. Neuer Laptop, neue Ausrüstung... Ah, was rede ich? Neuer Computer, neue Ausrüstungsgegenstände. Die fühlen sich alle anders an. Es muss alles anders eingestellt werden. Ihr werdet euch schon jetzt wundern. Wahrscheinlich hört sich das Ganze anders an als früher. Und sieht vielleicht auch anders aus als früher. Das kann sehr gut sein, Leute. Ich bin da auf euer Feedback angewiesen. Ich, vor allem jetzt in nächster Zeit, werde ich viel experimentieren. Also das, was ihr jetzt hört und seht, das muss nicht final sein, das ist nicht final. Ich muss mich selbst zuerst einfach nochmal finden, wie ich das alles am besten mache, wie es bestmöglichst ist und wie es einfach am besten für uns alle ist. Da muss ich viel herum experimentieren. Dementsprechend, Leute, seid nicht sauer oder böse oder wundert euch nicht oder heult nicht rum, dass es jetzt noch nicht perfekt ist. Wie gesagt, ich muss zuerst schauen, wie ich es perfekt machen kann. Und dabei brauche ich eure Hilfe. Leute, in nächster Zeit bin ich sehr auf euer Feedback angewiesen. Ist so. Ich muss ja wissen, wie ihr das empfindet, damit ich so machen kann, damit es für alle passt. Jetzt zum Beispiel dieser Sound hier, den ihr gerade hört, meine nervige Stimme. Die hört sich komisch an, oder? Die hört sich einfach komisch an. Sie hört sich irgendwie unnatürlich an, oder? Früher klang sie natürlich. Und ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Oder ich kann es euch sagen, woran es liegt. Sagen wir es so. Die Antwort, die simple Antwort ist Windows 10. Wahoo! Auf meinem alten Laptop hatte ich Windows 7. Jetzt auf meinem neuen Computer habe ich Windows 10. So, Leute, ich hasse Windows 10. Ich habe mich lange gegen Windows 10 gewehrt. Das konnte man früher ja gratis herunterladen und downloaden und alles. Ich habe das nicht gemacht auf meinem Laptop. Habe ich nicht gemacht. Wollte ich nie. Ich war mit Windows 7 wunschlos glücklich. War ich zufrieden. Hat für mich gepasst. Doch jetzt gibt es kein Windows 7 mehr. Auf meinem Computer jetzt habe ich hier Windows 10. Und ich kann natürlich nicht zurück nach Windows 7 gehen. Das geht einfach nicht. Das ist einfach der moderne, das modernste Programm hier, modernste Dingens. Ich kann einfach nicht zurück zu Windows Windows 7 gehen, mit dem ich alles schon gewohnt bin. So, das Ding ist jetzt aber, Windows 10 drosselt Mikrofone. Keine Ahnung warum, Leute. Ich nehme meine Stimme mit Audacity auf. Ich hab auf Windows 7... Ah, da unten, guck mal, da ist schon das Ziel. Auf Windows 7 habe ich genau, also auf meinem Laptop habe ich genau dieselben Einstellungen wie jetzt beim Computer. Aber dank Windows 10, ich möchte euch sagen, es liegt nicht an meinem Computer, es liegt nicht an meinem Mikrofon. Mein Mikrofon ist top. Nach wie vor. Es liegt ganz allein an diesem scheiß Windows 10. Es drosselt Mikrofone, es macht sie leiser. Ich habe ja ein paar Testvideos hochgeladen. Ich habe viele Testvideos gemacht. Zwei davon habe ich euch auf Discord geteilt. Also ich habe viele gemacht, aber nur zwei von euch bekannt, ihr tatsächlich zu sehen. Da habt ihr das Problem ja auch ein bisschen zu sehen bekommen. Ja, wieso hört sich das Ganze so komisch an? Keine Ahnung warum. Fragt mich nicht. Es ist so. Windows 10 verändert Mikrofone. Auch wenn man es selbst einstellt wie früher, wenn man es gleich einstellt wie früher, es ist nicht so wie früher. Es ist ganz seltsam. Das Problem haben viele, das haben alle. Ich habe mich natürlich sehr informiert im Internet. Ich habe mir in diversen Foren habe ich mir durchgelesen, was man da machen kann und woran das Problem liegt. Ja, Windows 10 ist schuld. Windows 10 ist schuld. Das haben alle dieses Problem. Keine Ahnung. So. Das heißt, meine Stimme wird
leise aufgenommen. So leise, dass man sie kaum hören kann. Das ist scheiße, oder? Das ist echt kacke. So, was mache ich jetzt? Ich muss meine Stimme, meine Aufnahme künstlich lauter machen. Ich muss meine Aufnahme künstlich lauter machen. Das Problem damit ist natürlich, dass dadurch die Aufnahmequalität ein bisschen schlechter wird. Hört ihr mich? Hört ihr meine Stimme jetzt gerade? Das hört sich alles unnatürlich an, oder? Hört sich komisch an. Das hört sich seltsam an. Ganz seltsam. Tut mir leid. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie ich dieses Problem lösen kann, aber es wird bestimmt irgendeine Lösung geben, die werde ich dann mit der im Laufe der Zeit auch herausfinden. Leute, vielleicht bin ich da auch auf eure Hilfe angewiesen, vielleicht kennt sich da der ein oder andere aus, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, ich bin Technik-Noob. Aber Leute, andere YouTuber, andere Leute auf YouTube bekommen das ja auch perfekt hin, dementsprechend werde ich das auch hinkriegen. Ich bin da auf euer Feedback angewiesen, ich bin da einfach auf die Zeit angewiesen, ich bin sehr bestrebt, das gut hinzukriegen, einfach damit die bestmögliche Qualität für uns rausspringt. Lol, first try, lässig. Aber wie gesagt, ich bin Technik-Noob, ich muss da selbst herumexperimentieren. Dementsprechend in nächster Zeit, die Videos werden sich alle ein bisschen anders anfühlen. Zum Beispiel morgen kommt ein Smash-Part, da ist das Mikro wieder anders eingestellt als heute. Einfach ein bisschen herumexperimentieren, ein bisschen auf euer Feedback abwarten, wie sich das anhört. Müsst ihr mir einfach sagen. Wenn sich scheiße anhört oder das Video scheiße ist von der Qualität, dann sagt mir das bitte, Leute. Sagt mir das. Ihr könnt mir das freischnauze sagen. Ihr wisst, wie ich ticke. Ihr könnt mir alles sagen. Dementsprechend ist das kein Problem. Dementsprechend, Leute, ich muss mich erst noch ein bisschen reinfinden mit dem neuen Computer. Der neue Computer ist echt geil. Es macht echt Spaß, mit dem neuen Computer hier fucking aufzunehmen. Macht echt Spaß. Und die Renderzeiten sind echt kurz, Mann. Ich, mit meinem alten Laptop hier, da musste ich stundenlang rendern. Stundenlang. Oh, zum Teil 10 Stunden für ein Video. Das war echt lang. Aber jetzt habe ich so ein Video quasi in einer halben Stunde fertig gerendert. Das ist der absolute Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Und auch so viel Vorteile bringt dieser neue Computer. Ich bin so froh, dass ich ihn gekauft habe. Es bringt wirklich nur Vorteile. Da bin ich echt froh. So. Das ist supi. So, und irgendwann sind dann natürlich auch Livestreams möglich, dank dem neuen Grabber, dank dem neuen Computer, das haben wir ja schon gesagt. Aber da werden wir uns doch ein bisschen gedulden müssen. Zuerst will ich hier, dass diese Aufnahmen, diese normalen YouTube-Aufnahmen supi funktionieren. Zuerst müssen wir diese Baustelle angehen, bevor wir die nächste, beginnen. Dementsprechend, zuerst mal will ich hier alles tippitoppi machen. Hier bei den normalen YouTube-Videos, bevor wir uns an das Thema Livestream, angehen. Shitty! Ja komm, brauchen wir einen Sterni dafür. Also versteht ihr mich? Das wird so cool, Leute, das wird so cool. Wie gesagt, ich bin Technik-Noob, ich kenne mich auch dann nicht mit Livestreams aus, das muss ich dann auch erstmal alles lernen. Ihr müsst einfach ein bisschen Geduld mit mir haben. Aber ich bin mir sehr... Shitty! Ja. Das wird cool. Doch, wird cool. Lässig. Auf Discord bin ich auch sehr aktiv geworden, Leute. Ich habe mir Neujahrsvorsatz sehr zu Herzen genommen. Ich bin immer mal wieder auf Discord unterwegs, ihr habt es gemerkt. Ich zocke sehr gerne mit euch. Auch mal ohne Aufnahme. Das macht mir sehr viel Spaß. Das ist das Wichtigste für mich hier auf YouTube. Einfach mit anderen Leuten eine Gaudi zu haben. Mit anderen Leuten Spaß zu haben. Und wir haben schon sehr viel gezockt, sehr viel Smash und so. Das ist cool. Bin ich auch weiterhin sehr aktiv auf Discord. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Wir haben auch coole Sachen, Mann. Gibt coole Ideen. Doch. So. Also Leute, euer Feedback ist mir wichtig.
Dementsprechend, gebt mir Feedback! Oder ich töte euch! Okay. Was war jetzt das wieder für eine Aussage? Ihr gebt mir Feedback oder gebt mir keinen Feedback. Was soll ich tun, wenn ihr mir kein Feedback gebt? Ja, dann denke ich, das ist gut für euch, oder? Na. Jawohl. Schick die. So. Ja, ist auch für mich spannend, hier herum experimentieren mit dieser neuen Technik. Das ist durchaus spannend. Und die neuen Möglichkeiten, die ich habe. So. Dann freut es mich natürlich, dass dieses eine Video da im Januar, mein Kanal-Update-Video, so gut bei euch angekommen ist. So ein bisschen mit Real-Life-Szenen habe ich das gemacht. Ich weiß, ziemlich bescheuert das Video, aber es hat mir einfach Spaß gemacht beim Drehen. Glaubt es mir oder glaubt es nicht. Freut mich, dass das gut bei euch angekommen ist. Ich könnte mir vorstellen, sowas hin und wieder zu machen. Ich habe sehr viele lustige Ideen im Kopf oder kranke Ideen. Ihr wisst, wie ich ticke. Dementsprechend kann man sich da schon auf was freuen. Ich will einfach mich auf YouTube auch ein bisschen kreativ ausleben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und einfach allen, die meine Videos gucken, ein Lächeln ins Gesicht treiben. Das würde mich freuen. Dass wir einfach alle Spaß miteinander haben, oder? Das ist super. Lässig. Star-mazing, oder? Jawohl. Oh Leute, auf Discord hatte ich auch einen seltsamen Bug. Das habt ihr sicher mitgekriegt. Oder der ein oder andere von euch hat es mitgekriegt. Und zwar, anstatt meiner Stimme haben die Leute meine Systemsounds gehört. Das war sehr lustig. Also wenn ich ein Video geschaut habe, dann haben die Leute das gehört, aber meine Stimme haben sie nicht gehört. Keine Ahnung, woher dieser Bug kam. Auf jeden Fall ist dieser Bug jetzt weg. Das heißt, ich kann wieder ganz normal mit euch über Discord reden. Yeah. Shitty. Lustiger Bug, das muss ich ganz ehrlich sagen, war sehr cool. sehr lustige Situation haben wir da gehabt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde den Bug vermissen, vielleicht kommt er ja eines Tages wieder. Hab ich mich auch im Internet schlau gemacht, den Bug, dann haben auch einige, manche. Es ist nicht erforscht, warum es diesen Bug gibt und woher der kommt. Es war alles richtig eingestellt. Mein Mikrofon war richtig eingestellt. Meine Kopfhörer auf Discord und in den Systemsounds war alles richtig eingestellt. Leute haben mir versucht zu helfen. Yoki hat mir versucht zu helfen, aber... Ja, es war halt ein Bug. Keine Ahnung. So. So, Leute. Was zockt ihr denn so derzeit? Was schaut ihr für Filme? Was schaut ihr für Serien? Dieses Thema auch, wie immer, ein bisschen kurz angehen. Natürlich Standardthema. Ich zocke derzeit tatsächlich sehr viel Smash. Wer hätte es gedacht? Ich liebe dieses blöde Smash-Spiel. Ich kann es euch nicht anders sagen. Smash Bros. Ultimate hat mir meine Zeit geraubt oder hat mir mein Herz gestohlen. Ich wusste immer... Ich habe mich ja so drauf gefreut, ich habe es immer gehypt das letzte Jahr über und dieser Hype war gerechtfertigt für mich. Das Spiel lässt mich tatsächlich nicht mehr los. Es macht mir immer Spaß, es macht mir Spaß gegen euch zu kämpfen. Es steckt einfach so viel Liebe in dem Spiel, es ist der absolute Wahnsinn. Dementsprechend spiele ich das Spiel natürlich sehr oft, sehr ausgiebig und sehr gerne. Verständlich, oder? Ja, ich habe schon gesehen... Viele von euch haben gerade so Spiele, der Yoki spielt zum Beispiel derzeit natürlich sein Kingdom Hearts 3 Spiel, das auch erschienen ist im Letzt, nach so vielen Jahren. Man sieht schon, er hat sehr viel Spaß mit dem Spiel. Das ist sehr, sehr schön, dass sich das Warten gelohnt hat und dass er da so viel Gaudi damit hat. Das ist einfach toll. Er streamt auch ziemlich häufig das Spiel.
dementsprechend sehr, sehr gut, oder? Lässig. Und auch unsere Gurke hat sich jetzt auch Smash geholt und Breath of the Wild hat er sich geholt. Das ist supi. Wünsche ich viel Spaß. Ich wünsche generell euch allen viel Spaß bei dem, was ihr gerade zockt. Das ist supi. Ja, ich zocke Smash und ich zocke tatsächlich wieder Pokémon. Pokémon Let's Go zocke ich wieder ein bisschen. Habe ich ja nicht durchgespielt, da kam ja Smash raus und dann konnte ich nur noch Smash spielen. Aber jetzt kann ich tatsächlich wieder Pokémon reinschieben und das ist supi. Bin ich gerade in Fuxania City, falls es jemanden interessiert. Lässig. Ja. Jetzt habe ich mir auch diverse Spiele gekauft und auch Spiele importiert tatsächlich. Aus Japan und so. Und viele Indie-Spiele habe ich mir gekauft. Ich habe mir zum Beispiel gekauft, was habe ich mir gekauft? Mega Man 11 habe ich mir aus Japan importiert, wisst ihr, Retail-Version. Da werdet ihr demnächst auch ein Unboxing von mir sehen. Glaubt es oder glaubt es nicht. Lol, was ist das für ein Level? Dementsprechend kann man sich da auch schon mal freuen. Da ist er! Shitty! Hindernisparcours. Holy. Alter! Ah! Verarsch mich halt nicht! Komm, das wechseln wir wieder. Ja, Wargroove habe ich mir gekauft aus dem eShop. Ich habe mir, also Wargroove, dieses Fire Emblem Advance Wars Spiel habe ich schon ein bisschen angespielt. Dann habe ich schon Okami gesagt aus Japan. Ja, habe ich schon. Yooka-Laylee kam jetzt die Retail-Version raus und Snake Pass. Ja, ich weiß, der Gips wünscht sich immer noch mehr zu Snake Pass. Das Spiel hat ihm richtig angetan. Freut mich, das Spiel ist nämlich toll. Wird sich dann vielleicht irgendwann mal im Zuge eines Livestreams realisieren lassen. Bin ich offen. Dementsprechend sehr cool. Undertale habe ich mir gekauft. Ja, das habe ich bis heute noch nicht gespielt, aber jetzt habe ich es mir zumindest mal gekauft. Das ist supi. Was ist jetzt hier? Es ist wie in so einem Mario Party Minispiel. Alter! Macht aber Spaß irgendwie. Ja, diverse Spiele habe ich mir gekauft. Ich habe mir beide Outlast-Teile bestellt als Retail. Also Outlast 1, das haben wir letztes Jahr Let's Played. Hat euch sehr gut gefallen. Dementsprechend könnte man sich überlegen, ob man den zweiten Teil auch irgendwann mal bringt, wenn genug Interesse da ist. Habe ich mir beide als Retail bestellt, wird wohl auch demnächst ankommen. Dann habe ich mir gekauft Travis Strikes Again No More Heroes. Auch ein sehr abgedrehtes Spiel. Habe ich schon ein bisschen angespielt. Dann habe ich mir gekauft den Xenoblade Chronicles 2 Torna DLC als Disc, also als Retail-Version. Da kam ja eine große Erweiterung raus zu Xenoblade Chronicles 2. Die dann auch als Disc-Version, als Retail-Version rauskam. Die habe ich mir gekauft. Ich muss jetzt endlich mal Xenoblade 2 weiterspielen, bevor ich den DLC anfange. Dann habe ich mir gekauft Skylanders. Und zwar nur, weil ich diese Donkey Kong Amiibo wollte. Da gibt es ja so einen Donkey Kong Skylander, der auch gleichzeitig Amiibo ist. Und um diesen zu kaufen, muss man sich das Spiel kaufen. Klar, es gibt ihn auch einzeln, aber hier im Geschäft gab es ihn nicht. Das heißt, ich habe 10 Euro gezahlt und das Spiel und den Skylander bekommen. Das ist ein guter Deal. Brauche ich noch die Bowser Amiibo Skylander Dingens. Jawohl. Jawohl. Ja, ich habe mir so viel gekauft, Leute. Ich glaube, ich habe zu viel Geld, oder? Ja. Nee, es gibt nicht zu viel Geld. Bin ich hier eigentlich in Sicherheit? Nö. Oder doch? Das ist eine gute Technik hier. Verdammt gut, oder? Lästig. Jawohl. Cool.
Lass mich rein, schnell. Aha! Lol. Lässig! Läuft! So wollen wir das, oder? So und nicht anders. Oh, draußen regnet es, merke ich gerade bei mir. Naja. Ja, haben wir viel gekauft. Mal viel gegönnt, so ein bisschen. Erster, komm. Weil ich Erster bin, kriegt er jetzt mal ein Sternchen hier. So. Das ist das, was ich derzeit generell so ein bisschen zocke. Serien schauen tue ich natürlich auch gern. Jetzt geht natürlich im April weiter Game of Thrones, meine absolute Lieblingsserie. Geht in die letzte Runde, das Finale von Game of Thrones, Staffel 8. Wird im April, 14. April ausgestrahlt. Darauf freue ich mich. Ich würde jetzt gern nochmal Game of Thrones rewatchen. Da hätte ich echt Bock drauf, mal schauen, ob daraus was wird. Müssen wir gucken. Aber der Eliano guckt gerade Game of Thrones und ich freue mich immer, wenn er mir erzählt, in welcher Folge er gerade ist, denn ich kenne Game of Thrones natürlich, ich liebe Game of Thrones, ich weiß, was da passiert und ich denke mir immer, wenn Eliano Game of Thrones schaut, na warte, mal schauen, was du nach dieser Folge sagst, oder wenn das und das passiert. ich muss mir immer das Lachen verkneifen, denn es ist eine fantastische Serie und ja, ich freue mich so auf das Finale. Es ist halt dann auch das Finale, das heißt Finale und dann ist es beendet. Es wird nur noch 6 Folgen Game of Thrones geben, dann ist es fertig, aus. Finde ich traurig. Aber andererseits, ich habe jetzt so lange gewartet, bis Game of Thrones weitergeht. Freue ich mich natürlich drauf. Ja, die Walking Dead geht heute weiter. Staffel 9b. Wird bestimmt interessant. Ich will gar nichts spoilern, aber wie schon am Halbstaffelfinale von Staffel 9, also angeteasert, gibt es jetzt eine neue Gegnergruppe. Ich bin gespannt, wie sie diese umsetzen werden. Die ganzen Trailer sehen schon interessant aus. Freue ich mich auf Walking Dead. Walking Dead kann mich immer noch gut unterhalten. Dementsprechend freue ich mich drauf. Walking Dead geht jetzt weiter. So. Dann mache ich ja gerade wieder nochmal einen Rewatch zu Breaking Bad. Habe ich zwar erst letztes Jahr einen Rewatch gemacht, aber kann man immer schauen. Gefällt mir immer noch sehr gut, Breaking Bad. Vikings ist jetzt beendet worden, also die aktuelle Staffel 5 ist jetzt beendet worden, habe ich geguckt, hat mir sehr gut gefallen, die Qualität von Vikings ist echt wirklich sehr hoch und macht sehr viel Spaß, Vikings zu schauen. Doch, doch. Ja komm, das ist wieder so eine Zeit-Dingens-Level, müssen wir warten. Ja, dementsprechend jetzt bin ich erstmal versorgt mit The Walking Dead. Und dann geht's dann im April weiter mit meiner Lieblingsserie Game of Thrones. Supi. Lässig. Muss ich hier auf diesem Gnom hier drauf? Filme habe ich auch sehr viele geguckt. Ich habe mir zum Beispiel gerade gestern auf Amazon Prime den Film Carrie angeschaut. Vielleicht hat den ein oder anderen von euch hat den Film sicher in der Schule gelesen. Ihr wisst schon, Carrie, Stephen King, so abgedreht. Ha, ich finde diese ganze Stephen King Filme und Bücher, die wären viel interessanter, wenn das Übernatürliche fehlen würde. Ist ja auch bei The Green Mile. Kennt ihr den Film Green Mile bestimmt, oder? Ist ein Klassiker mit diesem Gefängnis hier und diesem ja, schwarzen Insassen und Tom Hanks und so, kennt ihr bestimmt den Film, habt ihr es ja schon gehört von. Ja, und auch da ist ja auch alles irgendwie übernatürlich, wenn diese übernatürlichen Sachen nicht wären, dann wären die Filme viel cooler irgendwie. Ist meine Meinung.
Ja, hab viele Filme geguckt. Kann jetzt auch gar nicht alle aufzählen. Dementsprechend lasse ich das lieber. Fluch der Karibik 4 habe ich wieder mal geguckt im Letzten. Ich finde aber Blackbeard ist ein bisschen fehlbesetzt, finde ich, bei Fluch der Karibik 4. Was heißt fehlbesetzt? Wisst ihr, der echte Blackbeard, der war ja groß und... Ja, ich meine, er sieht schon furchteinflößend aus, aber er ist halt so klein, der Schauspieler. Dementsprechend... Ja. Und außerdem kommt der Schauspieler auch in Game of Thrones vor, von daher kann ich ihn sowieso nicht mehr ernst nehmen. Nee, passt schon. Ich will jetzt nicht rumhaten. Im Kino läuft auch interessantes Zeug, zum Beispiel Chaos im Netz, also Ralf reicht 2, vielleicht gucke ich den. Drachenzähmen leicht gemacht 3, den will ich auch gucken. Mal schauen, wozu ich komme. So, Leute. Was ist das für ein Level? Das ist auch ein geiles Level. Das sehe ich schon, Leute. Jetzt kommen wir natürlich zu einem großen Thema. Heute machen wir einen längeren Part, oder? Jetzt kam jetzt so lange kein Video mehr. Müssen wir schon ein bisschen... Holy! Länger machen, oder? Ein bisschen reden, das ist sehr lästig. Ich hoffe, die Qualität passt nicht. Fucking! Was ist los hier? Okay. Ich hoffe, die Qualität von meiner Stimme und von dem Video ist gut, dass nicht schon jeder abgeschaltet hat. Halbwegs gut zumindest. Wie gesagt, das weiß ich ja jetzt noch nicht. Ich bin ja jetzt gerade noch am Aufnehmen. Kann ich nicht sagen. Fucking? Mhm. Holy shit. Ja, Leute, jetzt natürlich zum Hauptthema. Wir warten alle auf eine Nintendo Direct. Im Januar gab es keine Leute, haben uns nicht erwartet. Im Januar gibt es eine Januar Nintendo Direct wie jedes Jahr. Nein, dieses Jahr gab es keine. Das heißt, im Februar muss es soweit sein. Natürlich, Nintendo muss uns seine Neuigkeiten mal wieder präsentieren. Die letzte Nintendo Direct ist schon wieder lange her. Wir wissen nicht so richtig, was auf uns zukommt dieses Jahr. Und ich bin mir sicher, demnächst oder wirklich ziemlich bald wird es eine Nintendo Direct geben. Die neuesten Gerüchte sagen, am 13. Februar wird es soweit sein. Also diese Woche schon. Holy! What the? Fucky? Was mache ich jetzt? Also diese Woche schon am 13. laut Gerüchten. Es ist ein Gerücht, Leute. Es ist noch nicht bestätigt. Aber wenn es so ist, dann wird es wohl morgen Dienstag oder so. Ja, morgen Dienstag wohl bestätigt werden. Von Nintendo offiziell. Und da... Uah! Alter, ist das ein geiles Level, oder? Holy shit, die Zeitdrucki! Darauf können wir gespannt sein. Für mich persönlich ist dieser Mittwoch scheiße, denn ausgerechnet dann bin ich nicht da. Ich bin von Mittwoch bis Freitag beruflich nicht da. Ich bin da in Wien. Shitty! Und ihr wisst ja, ich wohne in Vorarlberg und Wien ist am anderen Ende von Österreich. Yeah, ich bin also weit weg von zu Hause. Juhu! Also muss ich schauen, wie ich das mache, wenn dann da tatsächlich eine Nintendo Direct sein sollte, wie ich diese dann anschaue. Entweder klein auf dem blöden Handybild... Fucking, was mache ich denn? Auf dem blöden kleinen Handybildschirm. Ja, müssen wir schauen. Hm. Ja, ich bin einfach in Wien. Unterwegs. Da erwartet mich also eine... Shitty, was machst du? Schau wieder, wieso mach ich immer den kleinen Scheiß hier? Da erwartet mich also zuerst mal eine 8 Stunden lange Zugfahrt hin und dann am Freitag eine 8 Stunden lange Zugfahrt zurück. Aber wenn der Arlberg wieder gesperrt ist, dann dauert das Ganze noch länger und dann, ja, ist ja wurscht. Interessiert eh keinen, oder?
Jawohl! Deines Level! Wahoo, ich bin stolz auf mich. So, Leute, jetzt über die Themen von der Nintendo Direct. Ich will euch nicht spoilern, falls diese Gerüchte stimmen. Könnte stimmen. Es könnte stimmen. Will ich euch vorwarnen. Dementsprechend schaltet jetzt bitte ab, wenn ihr wirklich ungespoilert in diesen Nintendo Direct reingehen wollt. Danke fürs Zuschauen an alle, die jetzt abhauen. Verpisst euch endlich. Weg mit euch. Seid ihr weg? Ja, Gott sei Dank. So. Also, die Langweiler sind jetzt hoffentlich weg. Was ist das für ein Level? So. Komm, das nervt mich jetzt schon. Das nervt mich jetzt schon. So, Leute. Und zwar, wenn man den Gerüchten Glauben schenkt, vielleicht ist nur manches wahr, vielleicht ist gar nichts wahr. Wie gesagt, es sind nur Gerüchte. Wird es eine Metroid Prime Trilogie geben für Switch, Leute? Ihr habt's gehört, Metroid Prime 4 wurde verschoben, oder beziehungsweise die Entwicklung von Metroid Prime 4 wurde ganz abgebrochen und wird jetzt neu entwickelt von den Retro Studios. Ihr habt ja alle davon gehört. Ich hab's auch auf Discord gepostet. Und Luca hat's auch gepostet. Ja, zuerst mal Props an Nintendo, dass sie wirklich die Eier haben, so ehrlich mit den Fans umzugehen und uns das tatsächlich auch sagen. Hey Leute, wir haben Scheiße gebaut. Dieses Metroid Prime 4 Spiel, das wir gerade entwickeln, das entspricht nicht unseren Erwartungen. Wir wollen euch das nicht so präsentieren. Nein, nein, wir entwickeln, wir wirfen alles über den Haufen, entwickeln neu. Heißt für euch länger warten, aber wir wollen euch halt ein gutes Spiel liefern. Props an Nintendo, dass ihr uns das offen und ehrlich sagt. Andere Entwickler hätten das Spiel einfach so auf den Markt gebracht und dann halt einfach Cash kassiert. Das ist für Nintendo jetzt natürlich eine riesige, ein riesiger Verlust. Ich meine, da haben Leute über Jahre hinweg dieses Metroid entwickelt, kostete alles immens viel Geld und jetzt wurde das einfach eingestampft. Verlustgeschäft für Nintendo, aber Nintendo war es eben wichtiger, uns ein gutes Spiel zu liefern. Ich meine, die von Nintendo, die machen das ja nicht absichtlich, die machen das ja nicht, um uns zu verarschen, das Spiel zu verschieben. Nein, die hätten es am liebsten natürlich auch. Uns so schnell wie möglich präsentiert, aber sie haben halt eingesehen, hey, das ist gar nicht mal so geil, was wir gemacht haben. Und jetzt machen es eben die Retro-Studios. Ja, jetzt zurück. Es soll eine Metroid Prime-Trilogie geben für die Switch, die vielleicht demnächst angekündigt wird. Einfach die ersten drei Metroid Prime-Spiele für die Switch. Das wäre so geil, das wäre so geil. Es gibt ja schon die Metroid Prime-Trilogie für die Wii. Kam dann auch für die Wii U in eShop rein. Könnt ihr euch im eShop laden. Die Metroid Prime Trilogie in HD, das wäre so ein Augenschmaus, das wäre so geil und auch, ja, ich will's haben, Metroid Prime, ist Wahnsinn, Leute, kauft euch alle, wenn's stimmt, kauft euch alle die Metroid Prime Trilogie, das sind drei wirklich so wunderbare Spiele, die man gespielt haben sollte und mit so einer Trilogie kann man eigentlich nichts falsch machen. Auch wenn es 60 Euro kosten sollte, Leute, das Geld ist es wert. Es ist auf jeden Fall wert. Es sind drei Spiele, drei hochkarätige Spiele. Ja. Dann wird hoffentlich die Pointer-Steuerung auch umgesetzt. Mit dem Joy-Con ist das auf jeden Fall möglich, denn ich will das Ganze mit der Pointer-Steuerung machen. Ich hab die Trilogie auch für die Wii und für die Wii U. Und ich will diese blöde Pointer-Steuerung nicht mehr missen, also diese Remote-Steuerung. Das funktioniert einfach zu gut. Aber vielleicht auch optional mit Tastensteuerung, damit man wirklich alle zufriedenstellen kann. So. Nächster Punkt. Pikmin 3 soll angeblich für die Wii U geportet werden. Sehr geiles Spiel. Ich liebe Pikmin 3. Es ist sehr untergegangen auf der Wii U leider.
Oh, gerade noch geschafft hier. Dementsprechend super Zeitpunkt jetzt, um Pikmin 3 nachzuholen. Ich empfehle es wirklich euch allen, sollte es stimmen, greift zu. Ich werde auch nochmal zugreifen, weil das Spiel ist geil. Pikmin 3, es ist wirklich geil. Tolles Strategiespiel und Leute, Nintendo macht auf der Switch wirklich viel Kohle mit diesen Wii U-Ports. Warum? Weil es einfach viel mehr Switch-Besitzer gibt als Wii U-Besitzer. Das heißt, viel mehr Leute haben die Möglichkeit, diese Spiele auch wirklich zu spielen. Es macht absolut Sinn. Das macht Nintendo gut so. Sie machen gutes Geld und bieten Leuten die Möglichkeit, hier hochkarätige Spiele nachzuholen. Ich meine, stellt euch vor, es gäbe kein Mario Kart 8 Deluxe für die Switch. Nein, das will ich auch gar nicht mehr missen. So, was müssen wir hier machen hier? Ah komm, das Level nervt mich. Nächstes Thema. Es soll anscheinend ein neues Zelda für die Switch angekündigt werden. Und zwar ein 2D-Zelda. The Legend of Zelda Spiel. Ein 2D-Zelda. Darauf hätte ich auf jeden Fall wieder Bock. Jetzt nach dem hervorragenden Breath of the Wild mal ein 2D-Ableger mal wieder. Also ihr wisst schon, 2D so von oben Sicht wie A Link to the Past. Ja, das ist ja dann ein geistiger Nachfolger zu Link's Awakening. Man weiß es nicht. Müssen wir sich einfach überraschen lassen oder was ganz Neues. Mach ich auch lieber weiter. 2D-Zelda kommt vielleicht. Vielleicht kommt ja auch ein Skyward Sword HD. Das kommt eines Tages, Leute. Oder Ports von Wind Waker HD und Twilight Princess HD will ich auch. Manometer. So. Leute, und jetzt kommt's. Das ist für uns wichtig. Oder halt, ja, jeder, der jetzt noch zuhört und sich für, dafür entschieden hat, dieses Projekt hier anzuschauen. Anscheinend soll ein zweiter Teil zu Super Mario Maker angekündigt werden und dann auch kommen. Leute, ich habe es euch all die Jahre gesagt, immer wieder, hey, es kommt bestimmt ein zweiter Teil zu Mario Maker und wenn es jetzt dann tatsächlich angekündigt wird, das wäre so geil. Ich freue mich so auf einen möglichen zweiten Teil. Ich habe mich ja schon in der Vergangenheit oft dazu geäußert, was ich mir wünschen würde für einen zweiten Teil. Könnt ihr euch ja das Video nochmal anschauen. Ich werde jetzt nicht mehr ins Detail gehen. Aber allein schon Mario Maker auf der Switch wäre der absolute Wahnsinn. Dann natürlich auch mit Neuerungen, hoffe ich mal. Damit man einfach mehr Möglichkeiten hat zum Bauen und Levels erleben. Und Leute, Mario Maker 2 ganz klar wird dann Mario Maker auf meinem Kanal ablösen. Das muss man natürlich auch sagen. Dann gibt es natürlich auch viel mehr neue Level-Ideen. Und es wird sehr viel Frische geboten. Das ist sehr gut. Und dann werden natürlich auch hoffentlich wieder mehr Leute Mario Maker zocken, wenn es einen zweiten Teil gibt. Und mehr Leute aktiv sein. Ich meine natürlich, hier meine Leute, Leute, die ihr zuhört, ihr seid alle aktiv, wunderbar aktiv in Mario Maker. Ich will, es ist so schön, dass ihr immer noch Level baut. Yoki, Mr. B. Gothic Girl. Ich hoffe, Luca weiß jetzt, dass du ein Mädchen bist. Luca? Blitzjunge. Und alle, die einfach Level baut. Eliano. Lol. Einfach alle. Ihr sollt euch alle angesprochen fühlen. Schöne, schöne Sache. Danke euch. Und ich denke, mit Mario Maker 2, wenn es dann angekündigt wird, ob es angekündigt wird, werden wir noch mehr Spaß haben, wenn es dann noch mehr Möglichkeiten gibt, hoffentlich. Ja. Und jetzt Mario Maker hat schon über 300 Parts. Das wird dann, natürlich, hat es dann auch irgendwann mal seinen Ruhestand verdient, das müssen wir auch sagen. Und, ja. Wir werden müssen dann einfach weitersehen, ob es stimmt, ob es überhaupt stimmt jetzt, ob es ein zweiter Teil kommt, ob er angekündigt wird und ob es überhaupt ein Direct ist am Dienstag, das muss ja erst noch geschaut werden. Jawohl. Wird cool. Ja, dann sollen noch eShop-Spiele und so angekündigt werden. Na, müssen wir mal gucken. So, was ich mir natürlich... Jetzt kommen wir zu meinen Wünschen. Oder halt, ja... Was ich mir halt denke... Ein Super Mario Odyssey DLC? When?
Das ist jetzt lange überfällig. Also das ist kein Bestandteil eines Leaks oder Gerüchts oder so. Das ist einfach was, was ich mir denke. Ich habe mir aber Gedanken gemacht, was ist, wenn es gar keinen Super Mario Odyssey DLCs geben wird, sondern ein komplett neues Spiel. Super Mario Odyssey 2. Das ist jetzt natürlich auch eine Möglichkeit. Die sich bieten würde. Super Mario Odyssey 2 wurde ja damals mit Super Mario Galaxy 2 auch so gemacht. Die Entwickler hatten noch so viele Ideen, dass sie einfach einen zweiten Teil gemacht haben. Super Mario Galaxy 2. Und das könnte uns jetzt auch bevorstellen, dass man einfach anstatt ein DLC gleich ein neues Spiel rausbringt. Das könnte uns durchaus bevorstehen. Fände ich auch cool. Ich meine, ob jetzt ein neuer DLC rauskommt oder ein neues Spiel, ist mir wurscht. Hauptsache, ich bekomme mehr davon. Oder? Versteht ihr mich? Oh Mann, das Level nervt mich. Müssen wir gucken. Ja, dann vielleicht noch andere Wii U-Ports, zum Beispiel Super Mario 3D World wäre eine Möglichkeit. The Wonderful 101 wäre eine Möglichkeit. Vielleicht werden wir ja sogar mal erstes Material zum Joker sehen. Super Smash Bros. DLC, ihr wisst schon. Oder vielleicht den nächsten Kandidat sehen. Dragon Quest. der als DLC Fighter angekündigt wird. Vielleicht wird es wirklich ein Dragon Quest Charakter, man weiß es nicht. Mal schauen. Wir wollen natürlich auch Material zum neuen Animal Crossing sehen. Zum neuen Luigi's Mansion. Zu Bayonetta 3. Ja, zu Metroid Prime 4, das ist jetzt erstmal, da wird noch viel Zeit vergehen, bis wir da erstes Material zu sehen bekommen. Die Entwicklung hat jetzt wieder bei Null gestartet, dementsprechend müssen wir da jetzt erstmal warten. Ja, wir können gespannt sein. Ich denke, die nächste Nintendo Direct, die vielleicht diesen Mittwoch kommt, wird sehr interessant. Freue ich mich drauf. Doch, doch. Endlich mal Neuigkeiten erleben. Holy! Ich glaube, ich habe es falsch gemacht, aber ist ja wurscht. Achso, ich muss den da reindrängen. Alles klar. Jawohl. Deswegen kann man hier resetten. Alles klar, weiß ich wie. Shit. Nicht neu machen. Nee. Shit. Ich freue mich auf die nächste Nintendo Direct, Leute. Ich freue mich einfach drauf. Jawohl! Geile Funktion hier. Anscheinend wird es auch ein... Gerüchte sagen auch, dass es ein neues Monster Hunter geben wird für die Switch. Wow, ich liebe Monster Hunter. Wäre ich voll dafür. Und dann stehen natürlich noch die ganzen Ports ins Haus. Von den ganzen Spielen, von den ganzen Final Fantasy Spielen für die Switch. Final Fantasy 7 und so. Und Resident Evil, die Resident Evil Spiele. Resident Evil 1, 0 und natürlich 4. Ich liebe Resident Evil 4. Jetzt fehlt mir nur noch der Metal Gear Collection, da bin ich wunschlos glücklich. Geiles Level, oder? Ja? Doch, doch. Und ich will Mario und Rabbids Kingdom Battle 2. Ja, einfach überraschen lassen, Leute. Wird bestimmt alles ziemlich, ziemlich cool. Leute, aber das soll's für heute gewesen sein. Speichern und beenden. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen.
Gebt mir, wie gesagt, Feedback und die ganzen Gesprächsthemen, wie ihr hattet, könnt ihr euch auch gerne beteiligen. Bin gespannt, ob diese Woche tatsächlich eine Nintendo Direct ist. Wenn nicht, dann bestimmt trotzdem bald. Ich bin gespannt, was da angekündigt wird. Echt, ich bin gespannt. Freue mich drauf. Einfach mal abwarten. Leute, was die Videos diese Woche angeht, vielleicht kommen, kann sein, dass diese Woche nicht viele Videos kommen, weil, wie gesagt, ich bin in Wien. Wien ist weit weg, da kann ich nichts aufnehmen. Morgen kommt auf jeden Fall ein Super Smash Brothers Pass, Super Smash Bros. Ultimate. Wie gesagt, da ist das Mikro nochmal anders eingestellt. Ich brauche einfach euer Feedback. Leute, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es euch gefallen. Wir sehen uns demnächst. Happy Gaming!